Servus Welt, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In den letzten Videos zum Thema Tailwind CSS haben wir Tailwind in verschiedenen Varianten installiert und in diesem Video möchte ich euch nun zeigen, wie man Tailwind konfiguriert und zum Beispiel Farben und Schriftarten zum Theme hinzufügt oder verändert. Wie das genau funktioniert und was man dabei beachten muss, seht ihr gleich. Ja, ich habe jetzt hier die Dokumentation von Tailwind CSS offen und bin hier im Bereich Customization Theme. Und hier geht es um die Datei tailwind-config.js. Wir erinnern uns, diese Datei haben wir in unserem Projekt auch und haben hier im Bereich Content eben die Dateien oder Wildcards für die Dateien hinzugefügt, die Tailwind Utility Klassen enthalten und in denen eben Tailwind suchen soll nach diesen Klassen und die in die CSS-Datei mit aufnehmen. So, und hier gibt es eben dann den Bereich Theme und hier wird also alles eingestellt, wo es eben um das Design geht. Und wir haben hier schon mal ein Beispiel. Da geht es jetzt hier um die Breakpoints und wenn man die also ändern möchte, dann kann man hier das im Bereich Theme das Objekt Screens hinzufügen und kann hier also dann seine eigenen Breakpoints definieren. Oder hier mit Farben kann ich hier eigene Farben definieren oder Schriftarten. Und dann gibt es hier noch den Bereich Extend, also erweitern. Und auch hier kann man im Prinzip die gleichen Dinge angeben wie hier oben. Stellt sich die Frage, wo ist denn der Unterschied? Und im Prinzip ist das ganz einfach, wenn ich das so mache. Also ich habe hier das Objekt Screens, Theme und hier habe ich meine Screens. Und wenn ich das jetzt hier so einfüge, dann habe ich damit die Original-Breakpoints überschrieben. Die gibt es einfach nicht mehr. Also auch wenn ich hier nur den einen hinzufüge, in dem Moment, wo ich sage Theme und Screens und füge nur einen dazu, völlig egal, sind die Standard-Breakpoints weg und ich habe nur noch die, die ich hier eben angebe. Also in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5. Genauso bei den Farben, wenn ich das so mache und gebe hier direkt in dem Objekt Themes meine Farben an, dann habe ich also nur noch die Farben hier drin und die ganzen Standardfarben und das sind ja bei Tailwind viele, gibt es alle nicht mehr. So, das sehen wir glaube ich auch gleich noch irgendwo. Genau das gleiche beim Thema Spacing oder mit dem Radius für den Rand oder so. Und die Alternative ist, ich schreibe meine eigenen Konfigurationen nicht hier direkt in das Objekt Theme, sondern in das Objekt Extend, also erweitern. Und wenn ich jetzt hier das zum Beispiel so mache, dass ich hier unter Extend sage Screens und dann habe ich 3XL, dann bleiben die Standard-Breakpoints erhalten und werden nur um diesen 3XL Breakpoint erweitert. Aber die Standard Breakpoints bleiben vorhanden. Und das ist also der Unterschied, wenn ich direkt hier in Theme meine Konfigurationen habe, dann wird also wenn die Standardwerte überschrieben und wenn ich sie bei Extend reinsetze, dann wird der Standard sozusagen ergänzt. Und dann haben wir hier noch ganz unten eine Liste von allen Dingen, die man da einstellen kann. Und das ist wahnsinnig viel. Wir wollen uns heute mal beschränken auf Farben und Schriften. Und bei den Farben ist es ganz genauso, also man hat dann immer, also hier ist einmal das so grundsätzlich erklärt und immer dann in den einzelnen
Ja, in den einzelnen Bereichen hat man dann ganz unten in der Dokumentation das eben nochmal erklärt, wie man diese, ja, diese Variablen konfiguriert, sage ich mal, ne? Also, wie ändere ich also jetzt in der Konfiguration meine Farben habe ich hier und wie ändere ich, was weiß ich, meinen Container hätten wir eben unter Container. So. Und ganz genauso bei Schriften. Mal nach Font Family. Da ist es ganz genauso. Also ich habe im Standard, habe ich bei den Schriften, ist das ein bisschen übersichtlicher als bei den Farben, habe ich drei Schriften. Einmal Sans, was eben eine Schriftart ohne Serifen ist. Dann habe ich Font Serif, ist eine Schriftart mit Serifen. Und dann habe ich Mono, das ist so eine Monospace-Schriftart, wo alle Zeichen gleich breit sind, wie man sie für Code verwendet zum Beispiel, ne? Und auch hier habe ich dann ganz unten eine Erklärung, wie ich das eben für mich anpassen kann und eigene Schriften verwenden. Beim Thema Schriften ist natürlich immer so die erste Frage, wo nehme ich die her? Man könnte natürlich hier Google Fonts verwenden und sagt, ich möchte jetzt hier eine bestimmte Schriftart haben. Und dann kann man die hier seiner Sammlung hinzufügen und bekommt hier den Code, um die Schrift einzubinden und kann hier unten aber auch die Schriften runterladen. So, wo ist das Problem dabei? Ich habe hier immer nur einen Link bzw. einen Import vom Google Server. Und das ist was, das ist ja so nach nach unserem Datenschutz nicht mehr zulässig, ne? Also ich darf nicht mehr Schriften vom Google Server einbauen. Was ist die Alternative? Es gibt hier diesen Google Web Fonts Helper, also da könnt ihr euch entweder den Link hier oben merken oder ihr gebt einfach bei Google ein Google Web Fonts Helper und dann ist es eigentlich grundsätzlich das erste Ergebnis. Und hier ist es so, ich kriege nicht den Code, um es vom Google Server runterzuladen, sondern ich wähle hier aus, welche Zeichensätze ich möchte und welche Stile. Und dann habe ich hier unten einerseits direkt das mein CSS, das ich einbauen muss und kann hier auch gleich die Datei runterladen. Ja, also der Unterschied ist, die Schriftdateien runterladen kann ich hier auch, aber ich kriege hier den CSS-Code nicht, ne? Und hier eben schon. So, jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Und wir können jetzt die Schrift einfach mal nehmen und laden die runter. Dann haben wir hier die Schriftart. Achso, das ist das, was wir vorher runtergeladen haben, das brauchen wir nicht. Und das ist das, was jetzt von dem Google Web Fonts Helper kam. Und dann können wir jetzt hier sagen, extrahieren. Und dann machen wir das. Und dann haben wir also hier die Dateien von der Schrift. Und die können wir hier kopieren. Und ich habe in unserem Projekt im Ordner Source schon den Ordner Fonts angelegt und dann kopiere ich die jetzt auch noch rein. Habe ich schon drei Schriften. Da kopiere ich die jetzt auch noch rein und dann kann man die verwenden. So, wie mache ich das? Ich würde hier diesen CSS-Code, da kann man hier noch einstellen, ob Best Support oder Modern Browsers. Ich würde das auf Best Support stehen lassen und dann kopieren wir das hier einmal. Nochmal schauen, dass man wirklich alles hat. Okay, passt. Und dann sagen wir hier kopieren. So. Und dann sind wir hier in unserem
in unserem Projekt. Und dann würde ich jetzt, machen wir das nochmal zu, würde ich hier in dem Source-Ordner haben wir jetzt die Schriftarten drin und der Fonts. Und hier machen wir uns jetzt eine neue CSS-Datei und nennen die fonts.css. Und hier packen wir jetzt den Code rein, den wir uns hier gerade kopiert haben und sagen hier Steuerung C und speichern das. So, jetzt müssen wir natürlich dieses CSS in unsere Tailwind CSS irgendwie mit einbauen. Und also wir hätten das auch hier drunter einfach reinkopieren können, das wär auch gegangen. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn das ein bisschen getrennt ist. Und dementsprechend machen wir hier also einmal add import und dann machen wir hier fonts und Semikolon und dann wird das hier diese Datei hier mit importiert und eben beim Bildprozess mit berücksichtigt. So. Dann gucken wir hier schon mal sagen, npm run dev. Und jetzt müssen wir natürlich hier in unserer Config das Ganze noch angeben. Jetzt ist die Frage, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir wollen die Standardschriften einfach nicht mehr haben. Dann wird man es eben hier direkt einbauen. Oder aber wir wollen die Standardschriften erweitern und das ist das, was wir hier wollen. Und deswegen packt man das Ganze also hier unter Erweitern rein und dann sagen wir hier Font Family Doppelpunkt und dann geschweifte Klammern und dann haben wir hier also, würde ich sagen, mach mal hand written und hier brauchen wir dann eckige Klammern. Und dann ist die Frage, wie heißt das Ding eigentlich jetzt so ganz richtig? Und dann schauen wir nochmal nach. Also die Schrift heißt Dancing Script. Und wir haben ja gelernt, wenn wir irgendwie eine Leerzeichen oder ein Sonderzeichen haben, dann muss das Ganze nochmal in Hochkomma und halt die anderen brauchen natürlich auch. Und dann schaut das Ganze so aus. So. Passt doch. Und dann haben wir ja hier angegeben handwritten. Und das ist im Prinzip das ein Teil der CSS-Klasse, wie wir das Ganze jetzt verwenden können. Also wenn wir jetzt hier müssten wir eigentlich noch angeben, wenn wir schon dabei sind, bei der Schrift jetzt den Stil. Der ist bei der Schrift jetzt eben cursive. Bei einer anderen wäre es halt irgendwie ja, sans oder sans serif oder was auch immer. Und verwenden tun wir die jetzt, wenn wir hier in unserem Index jetzt zum Beispiel einen H1 machen wollen. Und den nennen wir mal Servus Welt, Ausrufezeichen. Und dann haben wir hier Klassen. Und dann machen wir hier mal Text bei XL, dass das ein bisschen eine Größe hat und dann machen wir Font Hand Written. Und wenn ihr jetzt hier das Plugin habt von Tailwind für VS Code, das Tailwind CSS IntelliSense, dann
hilft euch einerseits hier schon bei der Eingabe, also Front Handwritten kennt ihr dann schon, obwohl es keine Standard-Utility-Klasse ist, sondern wir über die Konfiguration hinzugefügt haben. Und zum anderen, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann zeigt er eben hier in so einer Box an, was das eigentlich macht. So, dann speichern wir das. Und dann machen wir das Ganze hier mal auf. Das dauert wieder ein bisschen, weil wahrscheinlich immer noch dieser lustige Fehler in Tailwind drin ist. Na, wie sieht's aus? Schaffen wir es heute noch. Ne? Jetzt zeigt er den Fehler an und dann, ah genau, und schon geht's. So, und siehe da, wir haben eigentlich so hier unser, ne, das wollte ich nicht, unser Servus-Welt in unserer Schriftart Dancing Script. Und ja, so fügt man eben Schriften zu Tailwind CSS hinzu. Dann haben wir ja gesagt, wir wollen noch Farben probieren. Und da ist es, würde ich auch vorschlagen, dass man dass wir jetzt die Farben unter Erweitern reinschreiben. Und dann machen wir hier Colors, Doppelpunkt und geschweifte Klammern. Und dann ist immer so die Frage, wie benennt man die? Also wir könnten jetzt ja mal sagen, Primary. Doppelpunkt und dann könnten wir jetzt sagen, so zum Beispiel, und dann machen wir noch eine zweite Farbe und dann die Secondary und die kriegt dann dann so ausschauen zum Beispiel und dann speichern wir das und gehen in unsere Index und dann könnten wir hier sagen, der H1 soll haben Text minus Primary und auch hier ist es so, wenn man da jetzt drüber fahren mit der Maus, zeigt er uns an, was das Ganze macht und wir könnten ja dann noch einen dann H2 machen und machen hier einen Text und machen hier Text XL und Text Secondary. Ne? Also, wenn man hier ein Leerzeichen tippt und dann Text minus Secondary, aber man muss dann auch einmal nach unten gehen und dann auf Enter. Und dann hat man hier diese Eingabehilfe. Und dann speichern wir das. Und siehe da, wir haben also hier unser Servus-Welt in der primären Farbe und unser H2 in der sekundären Farbe. Ja, so viel dazu. Im Prinzip muss man eigentlich halt immer drauf aufpassen, das ist das Allerwichtigste, will ich das Standard-Theme ersetzen, bestimmte Dinge, oder will ich sie erweitern? Und dementsprechend, also entweder direkt hier oben rein, wir können das mal ausprobieren. Also, wenn ich hier jetzt noch einen P habe und habe hier irgendeinen Text und sage hier Class ist gleich Text minus. Red 900, sagen wir mal, ne? So. Dann habe ich hier meinen roten Text. Und das ist ja jetzt eine Standardfarbe von Tailwind CSS. Und wenn ich meine Colors aus diesem Bereich Extend hier hochsetze, direkt in
Theme. Dann gibt's diese Klasse nicht mehr. Ja, also wenn ich jetzt hier einen Reload mache, beziehungsweise macht das schon, dauert nur gerade wieder, dann wird dieses Rot nicht mehr angezeigt, weil es das einfach nicht mehr gibt, sondern es gibt nur noch die Farbe Primary und die Farbe Secondary und mehr gibt es nicht mehr. Und da muss man halt eben einfach aufpassen, ja, was man wirklich möchte. Und ja, das eben da hinschreiben, wo man es wirklich braucht. Ne? Also hier, der Text ist jetzt schwarz. So, während wenn ich das wieder andersrum mache und mache das hier raus und mache das hier bei Extend stattdessen rein. Schon wieder die Frage, wie lange dauert es, aber dann würde jetzt das Rot wieder angezeigt werden. Und bei den Schriften ist es ganz genauso und bei allen anderen Einstellungen, die man da macht, eben auch. Genau, haben wir noch was vergessen? Glaub nicht. Hier in der Dokumentation habt ihr hier unten eben alle Dinge, die ihr einstellen könnt. Ja, also das ist wirklich, wirklich viel. Wobei es natürlich schon so ist, die meiste Zeit beschränkt sich das auf Farben, Schriften, vielleicht ein paar andere Sachen, aber dass man jetzt wirklich hier das komplett ausnutzt, was man da alles machen könnte, in den meisten Fällen glaube ich nicht. Aber es ist natürlich nice to have, dass man es kann. Und hier haben wir jetzt unsere Schrift wieder in Rot. So, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Auch wenn ihr Wünsche oder Ideen für Videos habt, ab in die Kommentare damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Like da lasst. Wenn ihr dazu noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch informiert, wenn neue Videos erscheinen. Für heute danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Wird euch!